Riesenenttäuschung bei den Kickers. Der Aufstieg ist futsch. Die Blauen bleiben ein weiteres Jahr in der Oberliga. Das macht die Spieler fassungs- und sprachlos. Der Traum vom großen Schatz. Mit einer Metallsonde sucht Dennis Schmidt Stuttgarts Gegenden nach großen oder kleinen Schätzen ab. Aber ist denn auch wirklich alles Gold, was glänzt? Und ziemlich wandelbar. Ein Professor aus Stuttgart schreibt spannende Geschichtsromane. Und damit herzlich willkommen zum Journal hier bei RegioTV. Stuttgart, Fußball und Relegation. Das scheint in dieser Saison einfach nicht zusammenzupassen. Während der VfB durch zwei Unentschieden gegen Union Berlin den schweren Gang in die zweite Liga gehen musste, reichen auch den Stuttgarter Kickers zwei 1:1 Unentschieden gegen Völklingen und gestern Abend beim FC Bayern Alzenau nicht, um nach einem Jahr in der Oberliga wieder zumindest in die Regionalliga Südwest aufzusteigen. Als Topfavorit gestartet, unter Profibedingungen trainiert und doch gescheitert. Was bleibt, ist großer Frust bei den zahlreich mitgereisten Fans, Enttäuschung bei den Spielern und die Frage, wie geht's denn nun weiter beim Traditionsverein Stuttgarter Kickers? Ich bin mega, mega enttäuscht. Mir tut es extrem weh. Mir fehlen eigentlich die Worte. Haben vielleicht irgendwie zu spät versucht, irgendwie aufs Ganze zu spielen. Aber ich will jetzt gar nicht ins groß aufs Spiel eingehen. Einfach die Gefühlslage ist so extrem scheiße gerade, dass ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, die Analyse fällt nach dem Schock natürlich schwer. Aber vielleicht gelingt uns das ja dann später im Startblock 07, wie immer stündlich um 17:15. Der Metalldetektor piepst, es wird gegraben und herauskommt ein wertvoller Schatz. So stellen sich bestimmt viele die Schatzsuche vor. Dennis Schmidt ist einer von etwa 120 Sondengängern in Baden-Württemberg und weiß, ob sich wirklich hinter jedem Pieps ein Schatz verbirgt. Zwei Männer, zwei Metallsonden und irgendwo hier ein potenzieller Schatz. Dennis Schmidt ist Sondengänger. Mit seinem Metalldetektor durchforstet er Stuttgarts Gegenden. Er sagt mir jetzt zum Beispiel, hey, da unten am Boden ist was. Und genau dieses Geräusch weckt seine kindliche Neugier. Was verbirgt sich unter der Erde? Eine alte Münze, Schmuck, Patronenkugeln. Die Metallsonde gibt nur ungefähre Anhaltspunkte, welches Metall sich dort befinden könnte. Und wo? So, und irgendwo hier muss es sein. Tatsächlich wird er fündig. Und es ist? Müll. Zu 90% ist Müll und der Rest ist Glückssache. So läuft es meistens ab. Die Leute, die denken halt auch, boah, Schatzsuche und ich finde den größten Schatz und wie auch immer. Ist nicht. 90% der Funde sind Schrott, aber selbst der kann von Bedeutung sein, weiß Jonathan Scheschkewitz vom Amt für Denkmalpflege. Aber so rostiges Zeug wie zum Beispiel Stacheldraht? So ein Stahldraht jetzt erstmal würde man meinen nicht. Aber wenn wir uns jetzt beispielsweise im Bereich eines Konzentrationslagers befinden, kann so ein Stahldraht durchaus auf einmal eine wissenschaftliche Aussage haben, ne? Zum Beispiel über die Erschließung von Gebieten. Münzen können Auskunft über den Wohlstand von Völkern geben. Diese 500-Mark-Münze hat Dennis Schmidt ausgebüttelt. Das war jetzt bis jetzt so der größte Fund, wo ich eigentlich auch relativ stolz drauf bin. All seine Funde gibt der gelernte Elektroniker beim Amt für Denkmalpflege ab. Dort wurde er extra geschult und ist damit einer von wenigen mit der Lizenz zum Suchen. Die meisten, ob sie nun aus Unwissenheit oder es gezielt machen, laufen illegal mit der Metallsonde in Baden-Württemberg. Und wir haben Schätzungen, dass wir schon von mehreren tausend Sondengängern in Baden-Württemberg ausgehen müssen. Die verursachen hauptsächlich einen historischen Verlust. Dennis Schmidt und sein Kollege sind mittlerweile fündig geworden. Die Bilanz nach 2 Stunden, eine Musketenkugel, eine Münze, eine Patronenhülse und vor allem viel Müll. Reinster Schrott. Und dieser Fund ist zumindest für die Umwelt von Wert. Reich wird er damit übrigens nicht, denn Dennis erhält für die abgegebenen Schätze noch nicht einmal einen Finderlohn. Manchmal zahlt sich Hartnäckigkeit eben doch aus. Der Landtag hat heute grünes Licht für eine Äffle- und Pferdle-Ampel in Stuttgart gegeben. Darum haben die Unterstützer ja schon seit Jahren gekämpft.
Die Ampel soll nun zusätzlich zu einer normalen Fußgängerampel aufgestellt werden und gilt somit als touristisches Element und nicht mehr als Ampel im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Ein Standort ist aber noch nicht bekannt. Lounge-Möbel und ein moderner Aufenthaltsbereich. So sieht das neue Reisecenter am Stuttgarter Hauptbahnhof aus. Wegen Umbauarbeiten am Bonatzbau muss das alte Center bis zum 9. Juni aus dem historischen Gebäude in die Landesbank nebenan umziehen. Mit den Bauarbeiten will die Deutsche Bahn im neuen Jahr beginnen. Wir haben eine Bauzeit jetzt von rund 4 Jahren vorgesehen. Und innerhalb dieser 4 Jahre wird der Bonatzbau dann nur noch als Verkehrsweg dann für die Reisenden zur Verfügung stehen. Im September wird deshalb auch der Servicebereich in Richtung Gleise verlegt. Der Umzug des Wartebereichs folgt Anfang 2020. Kamera ab. Ab heute sind diese und weitere Bilder der Zeitgeschichte in Stuttgart zu bestaunen. Der Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter stellt sie anlässlich seines 50. Jubiläums im Haus der Wirtschaft aus. Bei den Feierlichkeiten am Abend werden auch die Fotografen Thomas Billhardt und Volker Hinz in die BFF Hall of Fame aufgenommen und somit für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Ausstellung ist noch bis 22. Juni in Stuttgart. Einem Professor stellen sich viele ja ziemlich verstaubt und keinesfalls cool vor, aber das muss nicht sein. Wir treffen gleich Jörn Precht. Er ist Professor an der Hochschule für Medien, Drehbuchautor und Verfasser spannender Geschichtsromane. Mehr zu und über diesen Tausendsassa gibt's gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück. Was haben Romane über Alzheimer, den Ersten Weltkrieg und die Kinderserie Patsy miteinander zu tun? Die Frage wird nicht jeder beantworten können und das ist auch gar nicht schlimm. Auch wir können das nur, weil wir diesen Mann getroffen haben und jetzt wissen, dass all diese Geschichten aus seiner Feder stammen. Die Irrenanstalt sah bedrohlich aus. Ungewöhnlich früh hatte an diesem nebligen Herbstabend des Jahres 1888 die Dunkelheit eingesetzt. Auf den 7-jährigen Jungen wirkten die leuchtenden Fenster des hohen Gebäudes, auf das er zuging, wie riesenhafte Augen. Dennoch zog der Knabe seine erwachsene Begleiterin aufgeregt an der linken Hand voran. So beginnt das Buch Das Geheimnis des Dr. Alzheimer von Jörn Precht. Er beweist damit, dass Geschichte nicht gleich langweilig heißt. Mit fiktiven Elementen erzählt der Autor die Geschichte um den Entdecker der Krankheit Alzheimer. Sogar den Literaturpreis Bronzener Homer hat Precht für den historischen Roman im vergangenen Herbst abgestaubt. Ich komme ja aus dem Drehbuchbereich. Das Geheimnis des Dr. Alzheimer war ja mein erster Roman in dem Sinne. Und dann gleich der drittbeste von 75 aus einem bestimmten Jahr zu sein, war ein Riesenkompliment und hat mich riesig gefreut. Hochschule der Medien Stuttgart. Im Fernsehstudio proben 4 Semester des Studiengangs Audiovisuelle Medien die Aufzeichnung einer Sendung. Mittendrin Jörn Precht. Er ist hier Professor für transmediales Storytelling und Dramaturgie. Als Dozent erarbeitet der 51-Jährige mit den Studenten Konzepte für spannende Geschichten. Viele Vorlesungen hält Precht dagegen woanders, im Kinosaal der Hochschule. Dass man das kreative Potenzial weckt und ja, einfach so eine Art Mentor ist für den kreativen Prozess und versucht da den Studenten auf die Sprünge zu helfen, gegen ihre eigenen Widerstände von außen. Finde ich sehr spannend und das Endergebnis ist natürlich dann das, was einen am meisten fasziniert, weil man weiß, wie lange es gedauert hat, bis man da hingekommen ist. Und mit langwieriger Arbeit kennt sich Precht aus. Wenn er nicht an der Uni ist, schreibt er Romane oder arbeitet Drehbücher aus. Seine Bandbreite? Groß. Er schreibt etwa Drehbücher für die Krimiserie Soko Stuttgart, aber auch für die Kinderserie Patsy. Außerdem hat er inzwischen bereits einen 2. Roman veröffentlicht. Das nimmt viel Zeit ein. Also mein eigener Anspruch ist, dass man tatsächlich dann auch über die Epoche was lernt, ohne dass es natürlich der erhobene Zeigefinger ist. Aber das heißt natürlich, dass man recherchieren muss, wie wurde damals eigentlich ein Führerschein gemacht, wenn jemand da Fahrer werden will zum Beispiel. Oder in welchen Regionen gab es Telefon schon, wo gab es kein Telefon. Und wenn ich jetzt 500 Seiten Roman habe, habe ich so viel Arbeit wie mit 5 Bachelorarbeiten. So kann man das schon sehen. Der rühmliche Lohn, sein Name auf dem Roman. Die Arbeit als Drehbuchschreiber dagegen eher im Schatten. Meine Mutter fragt öfter, wann wirst du berühmt? Und dann sage ich immer, in dem Moment, wo du mir einen Drehbuchautoren außer mir nennen kannst, in dem Moment werde ich berühmt. Also Drehbuchautoren werden nicht berühmt.
Dafür hat er ja die Romane. Und im Dezember erscheint schon der nächste. So bleibt er seinen drei Rollen treu. Als Dozent, Drehbuchschreiber und Autor. Soweit das Journal für heute. Im Startblock 07 geht es gleich um das Relegationsdrama der Stuttgarter Kickers, wie immer stündlich um Viertel nach. Und hier blicken wir jetzt noch schnell auf hoffentlich wieder besseres Wetter. Ich wünsche Ihnen jedenfalls schon mal einen schönen Abend. Schönen guten Abend, ich grüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Uns steht jetzt wirklich ein wunderbarer Freitag bevor mit sehr viel Sonnenschein und nochmal bis zu 30 Grad. Wenn da nicht eine Kaltfront wäre, die von Frankreich hier aufzieht, und die hat es echt in sich. Dabei sind die Gewitter mit etwaigem Starkregen oder Hagel gar nicht so das Thema, sondern eher der Wind. Der wird von hier auf jetzt deutlich aufleben. Da sind schwere Sturmböen, wenn nicht sogar orkanartige Böen dabei. Wie gesagt, los geht's dann im Westen am Nachmittag, am Spätnachmittag, frühen Abend. Und dann zieht das Ganze nach Ost durch bis in die erste Nachthälfte hinein. Vorher aber auch im Raum Stuttgart sehr sonnig und sehr warm mit bis zu 29 Grad. Beispielsweise auch in Ludwigsburg und auch in den höheren Lagen sind wir bei deutlich über 25 Grad. Ähnlich schön in Schwaben. Hier ist es sogar noch längere Zeit freundlicher und meist wolkenlos, bevor hier dann am späten Abend von Westen die Wolken dichter werden und sich die Front ankündigt. Temperaturen etwas gedämpfter, bis zu 27 Grad. Am Bodensee allerdings auch wieder bis zu 29 Grad. Vom Wetterablauf hier allerdings genau das Gleiche. Erst sehr sonnig und später dann Vorsicht vor der Gewitterfront. Wie geht's weiter? Am Samstag etwas kühler, aber dafür ruhiger. Sonntag meistens trocken. Zum Montag dann die größte Gewittergefahr. Da kann es dann schon wieder sehr ungemütlich werden. Danach ist es aber noch sehr unklar, ob es wirklich so kühl wird oder weiter relativ warm bleibt.